Eine Nahtoderfahrung ist eine Aneinanderreihung von Erlebnismomenten, die Menschen oft haben, wenn sie diese Erde verlassen wollen, wenn sie aufgrund eines Unfalls, eines Narkosezwischenfalls und so weiter traumatisiert sind. Und diese Nahtoderfahrung besteht aus vielen, ich nenne es immer Mosaiksteinen, aus vielen kleinen Elementen, die sich dann aneinanderreihen. Manchmal auch ohne, dass irgendeiner in eine Not gerät. Nahtoderfahrungen passieren auch einfach so. Bei der Gartenarbeit, man nennt es nur dann deswegen eine Nahtoderfahrung, weil die Symptome die gleichen sind, die Erlebnismomente die gleichen sind. Man tritt aus seinem Körper aus, man fühlt sich unendlich wohl, man erlebt Verstorbene plötzlich wieder in der eigenen Gegenwart, man hatte dieses Lichterleben und so weiter. Man ist also, wenn man eine Nahtoderfahrung macht, nicht verrückt, das ist keine Fantasie, sondern das machen sehr viele Menschen. Ja, von pathologischen Zuständen kann überhaupt keine Rede sein. Pathologisch ist hier gar nichts. Das hat der Heidelberger Psychiater Schröter-Kuhnhardt in sehr vielen Arbeiten festgestellt. Es ist natürlich so, dass für Außenstehende es leicht verrückt wirkt, weil es über unser normales Denken, Fühlen und Erleben hinausgeht. Aber von psychiatrischen Zuständen kann überhaupt nicht die Rede sein. Man hat zunächst immer wunderbare Gefühle. Eine Frau, die so etwas erlebt hat, hat gesagt, man solle das Gefühl der Liebe mit 1000-mal multiplizieren, dann kommt man ungefähr dahin. Das sind alles nur sprachliche Versuche. Die Sprache streikt dort oft. Dann hat man das Gefühl, sich außerhalb seines Körpers zu bewegen. Und dieses außerkörperliche Gefühl gehört zu den nachprüfbaren Dingen. Wenn einer sagt, er sei in dem und dem Raum im Krankenhaus gewesen und da sieht es so und so aus, dann kann man ja hingehen und gucken, ob es tatsächlich so aussieht. Und es stimmt dann immer. Das ist das Eigenartige. Nicht? Und auch Blinde können, wenn sie aus ihrem Körper raus sind, wieder sehen. Ja? Sie können ganz genau sagen, das Auto, das den Unfall verursacht hat, hat die und die Farbe gehabt. Einmal soll sogar die Nummer des Autos bei einem fahrerflüchtigen Unfallverursacher gemerkt worden sein. Und der Mann wurde dann aufgrund dieser Tatsache auch gestellt.